Ja, servus Leute, jetzt bei dem 7. Part von Royal Stars Metin 2. Ja, wir sind Level 90 und wollen auf 93 oder 94 kommen. Kommt drauf an, wie lange wir brauchen. Und ich werde euch immer so bei 90% werde ich euch dann immer mal ganz kurz einblenden. Ja, und dann auch bis zu den ersten 90%. Bis gleich. Ja, so, wir haben jetzt die 91% in Level 90 erreicht. Ja, und jetzt hier ein kleiner Ausschnitt. Geht eigentlich relativ gut, das Leveln. Hab's jetzt mir eigentlich schlechter gedacht. 6 Pering dann noch drinnen hier. Ja, er ist noch aktiv. Und wir haben 93%. Boah, fuck. Boah. Einmal das Gaul nehmen und einmal wegreiten. Weil DPP ist jetzt nicht unbedingt ein nices PvM-Teil. Ich hole mir noch einen zweiten SSP plus 9 oder 8 für PvM. Weil wenn es dann manchmal so Angebote gibt, dann schnapp ich dann einfach mal zu das nächste Mal. Da war vorhin einer für 300 Kacke drin. Nur ich hatte leider kein Geld. Und deswegen konnte ich ihn mir nicht holen. Ja, fail jetzt mit 98%. So, jetzt ging, glaube ich, nochmal Aura Fail. Ja, leider. Wir haben jetzt 93% und ging, glaube ich, jetzt nicht mehr down. Das wäre jetzt sehr, sehr ärgerlich. Aber gut, da haben wir das Level 91 auch schon geknackt. Wie gesagt, wir werden uns auf Level 94 ziehen. Oder 93. Weiß ich nicht, wie ich lustig bin. Level ich jetzt noch ganz 5% jetzt noch schnell mit euch. Und dann werden wir uns dann auch gleich wieder sehen. Jetzt haben wir 2%. Eigentlich hau ich nicht vom Gaul, aber irgendwie ist gerade, hauen die mir gerade übel Damage. Naja, dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, jetzt haben wir in Level 91 die 93% erreicht. Und ziehen uns jetzt auf 92, aber kleine Veränderung. Ich werde mich nur auf Level 93 ziehen, wegen zeitlichen Gründen, weil ich auch noch was vorhab, was anderes. Und ich nehme ja auch nur auf, wenn ich Spaß an der Sache habe. Und ja. 96%. Oh, naja, ob wir das überleben? Ja, das schaffen wir. Ich komme jetzt in die 7. Klasse dann und wir haben ja neue Klassen, weil ich habe halt zu Werken genommen, andere BWR, Mathe oder sowas halt. Und ich habe halt Werken genommen und ich bin schon gespannt auf die neue Klasse. Hoffentlich kommen geile rein, also jetzt nicht dann so Streber oder so. Das wäre halt der übelste Fail. Aber ich glaube jetzt mal nicht. Tom kommt auch in die 7. Wie ich. Sind ja gleich alt, nur dass er schon 12 ist und ich im August Geburtstag habe. Und wir haben jetzt 99,90% unser Level up. Ja, wir sehen uns dann gleich wieder bei. Oh, Kristallohrringe. Ja, wir sehen uns dann gleich wieder bei 90% oder 95%. Ja, jetzt sind wir in Level 92 mit den schönen 85% und ich level jetzt schon mit 85% mit euch, dass das Video auch ein bisschen länger geht. Weil nur so ganz kurze Videos hochladen ist ja auch Fame und auch Fail. Aber ich habe jetzt richtig lange gebraucht und ich werde dann erst wieder leveln, wenn ich eine King-Rüstung habe. Weil ich dann Grotte 2 gehe, aber leider hier auf der Map, hier oben, wie ihr sehen könnt, kann man leider nicht sehen, wie man zu Grotte 2 kommt. Ist scheiße, aber ja, die Mobs sind halt jetzt 81 und ich halt fast schon 93 und deswegen geht das Leveln für mich auch so scheiße. Oder ich frag ihn einfach mal, wo ich dann noch leveln kann. Jetzt haben wir 90%. Ich habe also einfach mal so gedacht, als lass einfach mal Siri nehmen. Geht doch bestimmt auch gut. Ja, und jetzt kloppe ich seit
50% in dem Level einfach mal ein bisschen mit Ciri und wollte es einfach mal so testen, weil für PvP habe ich ja schon Mondschwert 9. Da ist hier noch mein Gifty mit den 41 DSS. Gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut. 41 DSS ist jetzt nicht so übel immer, aber 41 DSS finde ich jetzt schon sehr, sehr gut. Und das ungefähr nach dem 20. Mal switchen. Davor hatte es 15 FKS, aber 15 FKS waren mir dann zu wenig. Für Mentucha, der auch 90 ist, Fanta for You, da habe ich jetzt ein richtig Imba-Grolli, ein arschgeiles. Und das sogar nur für 455 KK gekauft und auch mit richtig geilen Steinen. Also für 455 KK war es mir der Kauf dann auch wert. Crit alle Teile nochmal reinhauen und an Experience geht nicht mehr zum Reinhauen und wir haben nun 94%. Ja, 95. Aber ihr seht ja, dass das Level hier richtig scheiße geht. Sorry wegen dauerhaftes mit dem Gaue. Tut mir jetzt leid. Und so. 97%, 97%. Jetzt ist gleich 8:30. Danach werde ich noch ein bisschen rausgehen und chillen. Eventuell noch ins Magus gehen. Aber das weiß ich jetzt noch nicht. Ich habe noch leider keine Ferien. Wir haben erst Dienstag Ferien und jetzt ist es Sonntagabend. Aber dafür haben wir halt. Ich wohne in Bayern und dafür haben wir halt einfach am längsten Sommerferien. Finde ich auch cool. So 98%, 98%. Dann werden eventuell ein paar PvP-Videos rauskommen. Aber mitreden, weil mit Call gibt es nicht so viele PvP-Videos. Und ich will einfach mal schauen, wie das so ankommt. Wir leveln pro Mob 0,10%. Ist richtig wenig. Aber dass die 81 sind, geht das noch. Und noch mit Experience. So, jetzt haben wir das Level 93 erreicht. Wir leveln uns nicht mehr auf 94. Weil ich ja noch rausgehen will. Ja, wir porten uns jetzt noch ganz, ganz, ganz schnell mit 1 rotes Reich. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann bitte einen Daumen hoch. Vielleicht ein Abo geben oder einfach ein bisschen in die Kommentare schreiben. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal. Servus Leute und haut rein bis dahin.